inside. Look inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay. Go. Hallo, Billy Nosy Roses. Da sind wir wieder, es ist Donnerstag. Ich bin Mina und ich bin Jana. Hallo. Heute zu unserem Thema. Es ist übrigens Mittwochabend, deshalb können wir leicht verschlafen aussehen. Zu unserem Thema heute am Donnerstag. Wir sollten ein Land vorstellen und dessen homosexuelle Bewegung dort. Und wir haben uns ausgesucht Slowenien. Und zwar aus einem super guten Grund, weil wir nämlich am Montag in einem Café hier in Berlin waren und ein Vortrag. Der Sonntagsclub? Der Sonntagsclub. Und dort haben wir einen Vortrag über genau dieses Thema zu Slowenien gehört. Und da hatten wir einen slowenischen Schriftsteller, einen sehr berühmten anscheinend, wurde uns gesagt. Und einen Homosexuellen aus Slowenien. Genau. Also haben wir Quellen aus erster Hand. Genau, wir haben uns halt, wir haben halt das Abendprogramm gestaltet in einer netten Präsentation und haben sich auf Englisch halt über dieses Thema unterhalten und wir haben so ein paar Eckdaten aufgeschnappt und würden die euch gerne in diesem heute mal sehr informationsgefüllten Video, wie wir hoffen, präsentieren. Ja, genau. Also in Slowenien war es nie so, dass das Tod irgendwie als Strafe genommen worden ist, also wie in anderen Ländern, aber es kam auch recht spät erst alles ins Laufen. Genau, alles ins Laufen. Also es gab auch Übergriffe. Es gibt zum Beispiel nur eine gay-freundliche Bar. Nee, die ist aber wirklich schwul, die Bar sogar. Schwul und lesbisch. Also die ist nicht nur gay-freundlich, sondern die ist richtig gay. Okay. Aber das muss man sich mal vorstellen, in einem ganzen Land nur eine Bar oder und eine. Und zwar in Ljubljana oder so. Mhm. Und das ist die Hauptstadt. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ja, wieder die Aussprache. Naja, die Aussprache wieder. Ihr kennt uns. Naja, auf jeden Fall, genau, gab es da halt auch Angriffe, wo die Innenministerin gesagt hat, ich zitiere, ein Angriff mit Kapuzen am Kopf und Stöcken in den Händen ist eine feige Tat. Oh, meine Augen sind ein bisschen schlecht, deswegen. Wenn diese dazu noch mit dem Hass auf die andersartig motiviert wird, dann ist es auch ein Angriff auf das Recht, auf den Rechtsstaat und die Menschenwürde. Fand ich ganz interessant, die Aussage von der Innenministerin Katharina Kresal. Genau, das fand ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das war ein... das fand ich schön, was sie gesagt hat. Ja, aber sonst ist Slowenien eigentlich relativ langsam, was die Bewegung angeht. Also wir waren auch mit einem Jugendlichen aus Slowenien dort und der hat halt die ganze Zeit während der Präsentation so ein bisschen kichern müssen, weil er wirklich nochmal versucht hat zu sagen, also dass man sich das wirklich gar nicht vorstellen, wie wenig da eigentlich los ist. Dass die meisten also in Slowenien sieht man keine händchenhaltenden Schwulen oder händchenhaltenden Lesben, aber Lesben schon eher, aber keine Schwulen, weil die halt, also es geht in Slowenien, geht es gar nicht allgemein um das Gay-Sein, sondern es geht um den schwulen Mann hauptsächlich. Also der schwule Mann ist das Problem, das halt auch, ja, die Zeugungsfrage und so kritisiert oder also ja, das Problem. Ja, und bei Frauen ist es halt so auf der Straße, die sieht man eher, weil das auch Freundinnen, beste Freundinnen zum Beispiel sein könnten, die Händchen halten, einfach durch die Gegend laufen oder so. Ja. Naja, aber was ich auch echt, also
man sieht sie zwar nicht, aber seit 2006 ist zum Beispiel die gesetzliche Möglichkeit, dass eine homosexuelle Ehe bzw. die eingetragene Partnerschaft eingegangen werden kann. Seit 2006, also auch schon seit 5 Jahren. Und trotzdem sieht man keine homosexuellen Paare bzw. wenige auf der Straße. Genau, aber trotzdem wird es auch in Slowenien besser. Wir drücken alle ganz fest die Daumen. Es wird überall irgendwann richtig gut sein. Genau. Achso, ja, stimmt. Was ich auch noch echt krass fand, also es gibt ein Strafgesetzbuch, das halt, also das 1977 in Kraft getreten, was das legalisiert, die Homosexualität. Aber es gibt ein Schutzalter und das beträgt 14 Jahre. Sehr komisch. Ein Schutzalter. Naja, was soll's. Und ja. Ja, was heißt das? Naja, dass man erst ab 14 homosexuell werden darf. Mhm. Sehr komisch, oder? Naja, Leute, ich würde mich auf dieser Stelle gerne nochmal bedanken bei Jana. Sie hat sich die Mühe gemacht und hat diesmal alle Informationen ganz sorgfältig rausgesucht. Und ich bin wirklich stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Danke. Gern geschehen für euch. Und ach, ich habe euch noch ein Video rausgesucht vom Grand Prix 2002. Da hat nämlich Slowenien gewonnen und hat 3 Transvestiten auf die Bühne geschickt. Ja. Srce veliko, kako sve. Na sveti nistrica, oči. In beseda. Damit halt auch einen großen Schritt für die Schwulenbewegung, genau, in diesem Land gemacht. Was aber nur die Hälfte ungefähr der Slowenen wussten. Bejaht hat. Ach echt? Bejaht hat, genau. Und danach gab es nämlich so ein Volkskram, in so ein Volksmusikschwingel-Ding da und nur die Hälfte wollte, dass sie dahin gehen. Die andere Hälfte hat gesagt, nein, 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 die Transvestiten, die wollen wir nicht. Okay. Und so, das war's. Okay, und wir möchten euch, wir möchten uns auch nochmal bedanken bei unserer Kamerafrau. Unser immer wieder einschlafenden Kamerafrau. Danke auf diesem Wege. Und ich will euch ganz dolle danken. Wir sind schon wieder so schrecklich und schreiben nichts auf eure Kommentare zurück. Und dabei bekommen wir so viele tolle Kommentare von euch. Genau, und wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Vor allen Dingen, also es ist wirklich richtig toll von euch. Sobald wir eine Wohnung haben, wird alles besser, Leute, wirklich versprochen. Sobald wir Orientierung haben, sind wir wieder... So auf August. Also Leute, irgendwann kommt's wieder, aber glaubt mir, ich lese mir wirklich jedes Kommentar durch und freue mich bei jedem Kommentar. Okay, also, ich freue mich auch wirklich bei jedem Kommentar. Ich freue mich auf nächste Woche, habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche nächstes Mal und tschüss! Tschüss!